Ja, in dem heutigen Video möchte ich ein bisschen was über den Tabakabbau erzählen. Wir haben da vor 2-3 Jahren mal einen Freund aus Berlin so eine Tabaksorte mitgenommen, die was früher in der DDR ganz viel angebaut worden ist, weil die selber nicht so viel rauchen können haben. Jetzt haben sie es dann auch gern selber angebaut. Generell ist das der Samen, das ist ein ganz, ganz feiner Samen. Der Tabak blüht im August und da kann man sich nachher die Schoppen trocknen und runtergeben. Man baut den dann im Frühling, zeitig, so im Februar, März, einfach in eine Aussaaterde ganz dünn aufstrahlen und anbauen. Die Pflanzen werden dann so wie jetzt, also das ist schon länger ausgewachsene, werden dann eben pikiert. Wenn sie dann ein bisschen größer sind, kann man sie in die Töpfe reingeben. Entweder pflanzt man sie eben dann am Balkon und schaut, bis sie halt so hoch werden, und im Herbst kann man sie dann trocken und als Tabak verarbeiten. Oder man sitzt dann draußen im Freien, wenn man einen Garten hat oder so, irgendwo an einem geschützten Platz und kultiviert es dort über den Sommer und hat dann im Herbst den eigenen Tabak zum Rauchen. Und spart sich viel Geld damit. Rauchen ist ja bekanntlich schädlich, sagen zumindest alle. Aber auch die armen Tabakpflanzen, die haben Schädlinge. Also es ist auch nicht einfach allen gefeit. Und einer der Hauptschädlinge bei der Tabak ist, wenn sie eben zu viel Luftfeuchtigkeit hat oder zu viel Feuchtigkeit beim Tabak. Man sieht da, das sind so kleine weiße Fliegen, das heißt die weiße Fliege. Die vermehrt sich dann rasant und der Tabak kommt fast zum Absterben. Was kann man dagegen tun? Biologisch kann man es, würde ich jetzt mit Neemöl spritzen. Das ist ein biologisches Insektizid und so kann man das bekämpfen quasi. Ansonsten kann man es einfach wachsen lassen, wie gesagt, und im Herbst zum Trocknen aufhängen und sich den Tabak schmecken lassen.